Klare Sache für die MHP-Riesen in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League gegen KK Bosna Royal Sarajevo. Vor 2600 heimischen Fans in der MHP-Arena legte die Mannschaft im zweiten Spiel die Nervosität ab und dominierte von der ersten Minute an das Duell. Ja, ich glaube, unsere Verteidigung war sehr gut in der ersten Halbzeit. Wir haben 21 Punkte oder so gelassen und alle haben gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir nur Halbfeldverteidigung gespielt und das war auch in Ordnung. Aber es ist gut für die Teamchemie, gut für junge Spieler, dass die viel Spielzeit gekriegt haben. Und das ist nur das erste Schritt. Wir haben noch zwei Runden in Qualifikation und das ist unser Ziel, Champions League zu qualifizieren. Dabei überzeugten die Riesen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Alle Spieler konnten im Rückspiel nämlich punkten. Bei den Gegnern führte das immer mehr zur Resignation und endete schließlich in einem kleinen Wortgefecht kurz vor Ende des Spiels. Sarajevos Trainer Aleksandar Damjanovic fand danach entsprechend klare Worte. The main reason is of course quality of the Ludwigsburg team and the coach. They are couple of levels over our level and of course we didn't have too much chance in this duel, how to say, these two games. I want to congratulate them again, of course, on the great performance. I was trying to explain to my players, you know, what kind of team and what kind of games we can expect, but some of them, maybe it's first time that they play in this kind of game, they didn't understood well and we performed very bad, especially in this second game. But I'm not too much disappointed with my team. It's a big school, it's for me and for the players, and of course we're going to continue to work to build the team and to be better in the future. Für die Riesen geht es damit jetzt am Sonntag gegen UBT Cluj Napoca in die zweite Qualifikationsrunde der Champions League. Cluj ist mehr athletisch als diese Mannschaft heute. Gordon Watson war ein Star in der Bundesliga, war auch ein Star in Frankreich. Die Mannschaft heute hat, die Bosnische Mannschaft hat gekämpft, aber die rumänische Mannschaft war Meister in Rumänien und die haben Geld, die haben einen guten Sponsor, Banksponsor. Die sind zwei tief auf jede Position mit guten internationalen Spielern und deswegen wird es ganz anderes Niveau von Gegner, wenn wir am Sonntag spielen. Ja, dass wir frisch sind und konzentriert sind und unser Spiel spielen. Und die haben viele Shooters, dass wir nicht die Shooters heiß laufen lassen. Das Spiel startet um 18 Uhr in der MHP-Arena. Tickets gibt's im Onlineshop.